Einen schönen guten Morgen hier auf den Medientagen zu unserem Panel AR, Science Fiction oder wirkliche Anwendungen. Mein Name ist Matthias Lange und ich darf Sie heute ein bisschen durch die nächsten 45 Minuten führen. Wir haben zwei Gäste, wir haben, Ladies first, Frau Professor Klinker von der TU München und aus Schwaben, obwohl man es nicht richtig hört, aus Günzburg, Herrn Kai Thomas von der Agentur Reflektor und Reflektor, gell? Richtig. Reflektor, oh Gott, das ist ein Reflektor, das ist was anderes. Ja, will einfach gleich zum Thema kommen, ohne viel Vorrede. Wir haben das Thema AR. Wir hatten letztes Jahr auf den Medientagen ganz groß überall das Thema QR-Codes sind wichtig, müsst ihr machen. Das ist die einzige Verbindung von Crossmedia, von Print in Richtung Online. Die Leute haben, Verlage haben QR gemacht. Jetzt kommt AR, Augmented Reality, erweiterte Realität. Ja, doch erste Sachen gibt es. Ich habe gesehen, es gibt sehr viel im Games-Bereich. Wir werden ein paar Sachen sehen. Es gibt einige Sachen im Medizinbereich. Es gibt viele Sachen in der Dokumentation. Man könnte die Sachen wunderbar koppeln mit der Google-Brille, um zu lernen, wie man den Filter von der Kaffeemaschine wechselt oder wie man am Auto den Ölfilter wechselt. Wir haben im Printbereich ein paar Sachen gesehen. Wir haben von IKEA den Katalog gesehen. Und ich habe durch Zufall mitgebracht, am 6. September hat die Welt als nicht ganz unbekannte Zeitung bei Springer eine Ausgabe gemacht mit sehr viel AR-Anwendungen. Also die Branche scheint bereit. Ob die Kunden denn bereit sind und die User oder Nutzer oder Leser oder wie auch immer wir sie benennen, stelle ich jetzt mal dahin. Vielleicht ist es doch noch Science Fiction. Die Fragen beantworten uns die beiden Kollegen. Und ich würde Frau Professor Klinker bitten, den ersten Vortrag, dass wir dann noch Zeit haben für ein bisschen Diskussion. Dankeschön. So, guten Morgen allerseits. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier vortragen darf. Ein sehr aufregender Titel. Die Frage Sci-Fi und Augmented Reality, die hört man wohl öfters mal. Ich komme von der TU München aus der mehr technischen Abteilung und darum würde ich hier eigentlich eher jetzt mich nicht so visionär darüber, zumindest in meinem Vortrag auslassen wollen, was alles theoretisch vielleicht möglich ist, sondern möchte lieber erstmal die Basis legen, was heutzutage schon möglich ist und was schon gemacht wird. Ich habe im Wesentlichen einige Filme, die auch im Internet verfügbar sind, mit Erlaubnis der jeweiligen Firmen, präsentiere ich die und dann können wir hinterher darüber reden, was man darüber hinaus vielleicht noch machen könnte, nachdem dann Herr Thomas sicherlich auch noch mal einiges beigetragen hat. Also der erste, hier ist ein Beispiel von, aus dem Logistikbereich, Kommissionierung und so muss man sich, also jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser, jetzt wäre die Google-Brille da, aber könnte man sich ungefähr vorstellen, wie heutzutage Augmented Reality funktionieren kann, inklusive, dass man aussieht wie ein Marsmännchen und so weiter. Also es ist noch nicht, also die Google-Brille ist sicherlich ein Stück futuristischer dann. Hier ist eben, dass man wirklich in dieser, in diesem Head-Mounted Display, in dieser Datenbrille letztendlich sehen kann, aus welchem Fach in einem Regal man Objekte herausholen soll. Könnte man sich vielleicht dann transponiert vorstellen, auch im Supermarkt. Wird man gleich eben diesen Ring sehen, diesen Tunnel, der wie ein Rüssel von einem Elefanten dann genau immer auf das Regal geht und auf das Label da unten, aus dem dann Objekte herausgeholt werden müssen. Und in dieser Form sieht also der Arbeiter, der Kommissionierer jetzt Informationen augmentiert in die reale Welt, während er da sich bewegt.
für Sie vielleicht zu überlegen, also wie wohl fühlt man sich in dem Moment? Es ist alles schon tragbar, es sind keine Kabel mehr, die irgendwo hinter einem hergezogen werden, aber es ist noch ein bisschen wackelig natürlich und man muss ja auch gleichzeitig in der realen Welt sich noch zurechtfinden, darf nicht gegen die Wände laufen und so weiter. Das ist also, was man heutzutage machen kann. Insbesondere sind jetzt einige Forschungsfragen da, die ich ganz kurz erläutern möchte. Also erstens mal ganz wichtig ist in all diesen Technologien das Tracking, also oder die Positionsbestimmung in 6 Freiheitsgraden, Position und Orientierung. Und da ist noch sehr viel zu verhandeln, quasi in der Forschung zwischen, wie genau kann ich herausfinden, wo jemand ist, im Vergleich zu, in welchem Bereich kann sich jemand aufhalten. Wenn man sehr lokal ist, und das werden Sie gleich an weiteren Filmen sehen, kann man schon hohe Präzision erreichen, vielleicht auch in der Medizin etwas anwenden, bei der Knochenchirurgie. Aber andersherum, wenn ich damit durch München laufen will, dann bin ich zum Beispiel hauptsächlich auf GPS oder ähnliche Sachen angewiesen und das ist natürlich nicht so genau. Das nächste Thema, das ganz wichtig ist, ist, wie wollen wir die Informationen darstellen? Jetzt haben wir gerade gesehen, diese Datenbrille am Kopf, das ist so das, was sich jeder erträumt und erdenkt. Aber es gibt auch viele andere Kompromisse, zum Beispiel, dass man mit dem Smartphone etwas anzeigt und wir werden noch diverse weitere gleich sehen. Das ist also auch zu diskutieren und hat auch jedes seine Vor- und Nachteile. Das dritte ist, wenn ich dann jetzt diese Augmentierung habe, was will ich denn damit machen? Wie will ich denn damit umgehen, interagieren? Und da einerseits müssen neue Metaphern her, Leap Motion oder was, dass ich mit den Händen vor der Nase da irgendwas gestikuliere oder auf dem Handy Tasten benutze. Oder eben weiter sind auch Umweltbedingungen wichtig. Wie hell ist die Umgebung? Kann ich überhaupt was in meiner Brille erkennen? Im Tageslicht oder auch, wie sind die Sachen eingebettet in die 3D-Umgebung, dass ich dann die richtige Empfindung habe, dass etwas vor oder hinter realen Objekten existiert. Also das sind alles Fragestellungen. Wenn Sie Filme irgendwo sehen im Internet, denken Sie darüber nach, welche dieser Probleme hat man da wirklich gelöst oder welche sind da in dieser Anwendung umgangen worden, was ja häufig dann auch eine sehr sinnvolle Ingenieursaufgabe ist, sich das Problem so zurechtzuschneiden, dass man eine Lösung hat. Heutzutage hat man häufig eben nur Teillösungen. Ganz wichtig ist dann noch der Faktor Mensch. Psychologisch, auch vom Körperlichen her, wie viel Augmentierung verträgt der Mensch, bevor er gegen Wände läuft und völlig verwirrt ist und gar nicht mehr die Realität wahrnimmt. Ein ganz wichtiges Thema, das noch viel mehr kommen wird und also auch Sci-Fi oder nicht. Der Tom Cruise kriegt das immer alles gut hin, aber schaffen wir das auch, dass wir durch die Welt laufen und, oder Schwarzenegger und der Terminator, die schaffen das. Aber was machen wir, wenn wir gleichzeitig auf den Bus aufpassen müssen, der auf der Straße fährt? Also mal an den Anwendungen, jetzt kommen einige Beispiele da. Das erste wäre, ich behaupte mal, die Navigationssysteme, die wir schon kennen aus dem Auto oder so, das ist eine ganz einfache Form von Augmented Reality. Da in dem Fall nimmt man hauptsächlich den Ton, es muss ja nicht immer Grafik sein, und die Stimme sagt, jetzt gleich rechts abbiegen. Das ist, man nennt das dann auch Location-Based Services, aber das ist so die Grenzlinie, wo man sagen könnte, da ist heutzutage die Technologie schon sehr lukrativ und sinnvoll im Einsatz. Und auch da hört man ja, dass manchmal Leute dann auf die Eisenbahnschienen abbiegen, weil die Stimme zu dominant gewesen ist und man dann gleich abgebogen ist und nicht erst 10 Meter später. Jetzt will ich eben Filme zeigen. Einerseits kann man eben AR auf Smartphones heutzutage machen, zum Beispiel im Spielebereich. Da haben wir hier ein ganz tolles Spiel. Das heißt, Paparazzi ist der Gewinner eines Wettbewerbs. Die haben 125.000 Dollar dafür bekommen. Und es geht darum, auf diesem Pappkarton quasi relativ zu dem kann sich dieses System orientieren und da eben jetzt zum Beispiel diesen Menschen augmentieren. Das ist Technologie, die von der Firma Qualcomm, die so zur Verfügung gestellt wird, heißt markerloses Tracking. Das Spiel hier besteht darin, wir sind Paparazzi und sollen jetzt möglichst intime Fotos von diesem armen Menschen schießen. Und der ist natürlich Kummer und Leid gewöhnt und kümmert sich nicht zu sehr, versucht, dass er weiterhin seinen Kaffee zu trinken. Aber wenn wir jetzt zu dicht an ihn herankommen, dann wird er dann doch aggressiv. Und jetzt sieht man es. Jetzt fängt er an, uns anzugreifen, was natürlich den Charme dieses Spiels ausmacht. Und er fängt an, jetzt sieht man auch die Qualität des Trackings. Wir können also das Smartphone hin und her bewegen und diese Figur scheint da irgendwie doch ziemlich fest dran zu kleben. Und es wird immer schlimmer. Wir verlieren auch viele Punkte im Spiel, weil wir jetzt gar nicht mehr so gut aussehen. Und
Das ist also eine Anwendung von Augmented Reality im spielerischen Bereich, die ich enorm charmant finde, wo eben jetzt in dem Fall das Tracking sich bezieht auf dieses Pappkarton mit diesem seltsamen Muster. Und in dem Bereich, wo der Pappkarton sichtbar ist, kann man also dieses Spiel spielen. Sehr lokal, aber dafür hochgenau und auch sehr interaktiv. Jetzt muss ich hier mal weitergehen. Anderes Beispiel, das Sie vielleicht kennen, wenn Sie mal zum Beispiel hier in Riem im Lego-Store gewesen sind, ist diese Augmentierung einer Lego-Schachtel. Und das ist in allen Lego-Stores installiert, war auch auf der CeBIT und ist auch da von bekannten Persönlichkeiten bestaunt worden. Was hier passiert ist, dass eben jetzt oberhalb dieses Displays eine Kamera ist, die immer auf die Schachtel schaut und da wieder makelloses Tracking macht und dann auf dem eigenen Bildschirm drüben dann auf die Lego-Box ein fertiges Modell aufblendet. Sehr attraktiv eben auch bei Kindern, wird zum Marketing benutzt bei Lego, um eben vielleicht einen Anreiz zu bieten, dass Kinder oder auch ältere Personen dort in das Geschäft hineinkommen und auf diese Weise in neuer Form mit ihrem hoffentlich dann zu kaufenden Produkt umgehen und das vorher schon mal ausprobieren. In ähnlicher Form wird eben, und das war jetzt quasi, das erste war AR in einer Datenbrille, das zweite AR auf einem Smartphone, dann haben wir es jetzt in Kiosken gesehen, es wird heutzutage auch auf Tablets genutzt. Hier eben zum Beispiel im Automobilbau, wenn es darum geht, Anweisungen zu geben, wie gewisse Objekte dort zu behandeln sind. Da hat man jetzt die Multitouch oder die Touch-Oberfläche, um mit dieser Anwendung zu interagieren und sieht hier in grün eingefärbt halt jetzt zum Beispiel die Motorhaube. Aber man könnte die Haube natürlich auch öffnen und dann darunter gewisse Objekte sehen oder jetzt ist schon da eben ein Werkzeug eingeblendet, dass man etwas machen sollte. Das heißt jetzt vom Formfaktor, man muss also so ein Tablet mit sich herumtragen, um dann diese Anwendungen zu sehen. Könnte man aber auch auf ein Stativ stellen natürlich. Noch eine weitere Anwendung ist jetzt die nicht eben extra Displays zu haben, sondern die zum Beispiel an Geräten anzubringen, wie zum Beispiel hier an einer Schweißpistole, sodass dann eben die Geräte intelligent sind und sich mit uns unterhalten, so wie eine Videokamera fast. Und da wäre ist hier ein Beispiel. Also man sieht hier schon, also dies ist die Schweißpistole und da oben dran ist jetzt dieses Display. Und wenn man dann da hineinschaut, während man eben noch ganz normale Schweißvorgänge, Bolzenschweißen durchführt, jetzt habe ich es übersprungen, dann kann man dort Navigationshinweise bekommen, wo der nächste Bolzen zu schweißen ist. Muss also nicht immer andere Messgeräte herannehmen und hat so eine Art Zielfernrohr, wie bei Pistolen halt üblich, um zu sagen, da muss ich jetzt hin. Jetzt sieht man schon, der Herr schaut dann immer da oben auf sein Display, findet jetzt den nächsten Bolzen. Jetzt kann er den Millimeter genau dann positionieren und gleich sehen wir auch, was dann auf dem Display zu sehen ist. Ist so grenzwertig Augmented Reality, es ist eingebettet in die Realität, aber man sieht eigentlich nur eben das Virtuelle in dem Display. Also das ist jetzt der Blick auf das Display und man sieht da jetzt diesen Pfeil, der genau immer in die Richtung zeigt von der Mitte des Displays, wo man mit der Pistole hingehen muss. Und wenn jetzt, wie jetzt gerade, der Pfeil schön in der Mitte ist, dann hat man mit großer Genauigkeit den Bolzen richtig gesetzt. Okay, dann als letztes, dann bin ich auch schon fertig, gibt es noch eine andere Art der Informationspräsentation. Die kennen wir eigentlich alle gut. Wir müssen nur mal ins Pink Floyd-Konzert gehen oder auch hier. Wir haben Projektoren, die projizieren Informationen an die Wände. Und so, dann brauchen wir gar keine Brille. Wir können alle gleichzeitig sehen, was da ist, obwohl das eigentlich hier bei mir im Computer sitzt. Aber wir sehen es jetzt da. Und diese projektive Augmented Reality erfreut sich auch steigenden Interesses. Hier hat man also dann so einen Projektor. Und das Interessante ist, der hat hier nicht nur einen Projektor, sondern der hat auch eine Kamera mit eingebaut. Und die Kamera kann also immer auf die Welt schauen, wo sich Objekte wie hier zum Beispiel so ein weißer Turnschuh befinden. Und kann dann dementsprechend dann den Projektor anleiten, dort das Bild so zu gestalten, dass es genau auf diesem Turnschuh zu liegen kommt. Und dann können wir gemeinsam eben so was wäre wenn Szenarien durch Wo ist
Was wäre, wenn Szenarien, können wir verschiedene Autos oder eben Turnschuhe in verschiedenen Farben sehen und dann darüber zum Beispiel diskutieren, welche Farbe uns am besten gefällt. Jetzt werden also die Farben ständig ändern sich auf dem eigentlich ganz weißen Turnschuh, also auch eine Weiterung der Realität, die aber den Menschen eigentlich jetzt gar nicht mit einbindet in der technischen Form. Wir können weiterhin uns ganz normal bewegen und es ist der Raum, der uns eben jetzt eine Multimedia-Show hier präsentiert, aber eben so, dass eben gleichzeitig das Objekt beobachtet wird und es verfolgt wird im Raum und der Projektor dem Objekt folgt. Okay, das wären so meine kurzen Einblicke, glaube ich, mal als Überblick über ganz verschiedene Arten, wie man die Welt erweitern kann mit Informationen. Rückblickend nochmal, es ist noch keine Technologie perfekt. Das ist jetzt im Kommen und es ist, wie schon gesagt, viel Hype in der Richtung, viel Aufregung, weil das Potenzial gesehen wird. Jetzt ist in den nächsten Jahren zu verfolgen, wie sich die Technologien weiterentwickeln. Zwei Werbungen in eigener Sache. Erstens, wenn Sie morgen noch nichts vorhaben, in Garching draußen haben wir den Tag der offenen Tür der ganzen TU München Garching. Kommen Sie raus, schauen Sie sich alles Mögliche an, aber unter anderem können Sie da auch unsere AR-Demonstrationen live erleben und untersuchen. Und weiterhin, die Top-Konferenz in dem Bereich ist nächstes Jahr auch in München, falls Sie also auch da Interesse haben, im September, 10. bis 12. können Sie also mehr auch über die Forschungsfragen hören, mitdiskutieren und auch da viele internationale Demos sehen. Okay, danke. Herzlichen Dank, Frau Professor. Sie haben jetzt natürlich einen wunderbaren Übergang gemacht. Jetzt wird der ein bisschen konstruiert von mir, der Übergang. Sie sehen, ich habe hier mein Smartphone in der Hand. Das Smartphone hat eine Lego-Hülle. Wir haben AR bei Lego gesehen. Legoland ist in Günzburg. In Günzburg ist die Firma Reflect gewesen. Aber zumindest Kollege Kai Thomas ist da. Und ich bitte ihn an das Mikro. Wir stecken den Beamer noch an. Aber wäre eine gute Überleitung gewesen, gell? Es wäre eine Top-Überleitung gewesen, es war auch gar nicht so falsch. Also bis 2012 waren wir auch noch in Günzburg und hatten da dann das Problem, dass wir keine guten Leute nach Günzburg bekommen haben, weil halt Günzburg einfach ein kleines Dorf ist, in Günzburg ist. Und deswegen sind wir Anfang 2012 dann nach München gezogen. Schade. Okay. Ja, also ich fahre auch jeden Tag hin und her. Ich weiß, das ist schade. Aber gut, ist halt so. Okay, also deine Bühne, danke. Wunderbar. Ja, also wir werden jetzt hier eine gewisse Redundanz haben, weil AR ganz generell sich um die Basisthemen einfach kümmert und wir ja zum Beispiel auch mit der TU München zusammenarbeiten, auch seit Montag ganz offiziell. Die wesentlichen Einsatzbereiche von Augmented Reality sind mal ganz klassisch gesagt Marketing und Kommunikation, alles was das Crossmediale angeht. Herr Lange hat ja schon was zum Thema QR-Code vorhin gesagt, wir sind da ein bisschen weiter. Dann haben wir natürlich das Thema Produkteinführung und Training, Schulungen etc. Dann das Thema Industrie und Engineering. Momentan passiert wirklich in der Weiterentwicklung von AR besonders viel im Bereich Engineering und Industrie, ja. auch im Marketing geht was, da haben wir es bloß leider in den letzten Jahren ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen worden. Und damit Sie mir glauben, dass ich weiß, wovon ich spreche, also ich bin im Bereich Augmented Reality seit mittlerweile 2006 tätig, also eigentlich so seit Anbeginn der Zeit, was das kommerzielle AR angeht. Und wir haben leider sehr viele positive, aber vor allen Dingen leider negative Erfahrungen sammeln müssen, weil die Akzeptanz noch nicht so wirklich da war. Deswegen schön solche Veranstaltungen, dann kann man mal über ein Return on Investment irgendwann mal sprechen. Frau Professor Klinker hat ja auch vorhin schon eigentlich gesagt gehabt, es gibt im Prinzip vier Bereiche, in denen man AR sinnvoll einsetzen kann, unserer Meinung nach. Das ist einmal der Bereich Mobile für eben gerade Sales Support, für Shopping Guides oder eben Location-Based Services. Im Bereich Web für interaktive Kataloge oder zum Beispiel auch Produktdarstellungen. Also eine sehr sinnvolle Web-Applikation, wie ich finde, ist von Brille24, die von Total Immersion umgesetzt wurde. Da kann man sein Brillengestell tatsächlich auf der Nase ausprobieren, kann seinen Kopf drehen und sieht ganz genau, was ich kaufe, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil ich im Web halt einfach nur die Brille vor mir sehe, ist es blöd, aber wenn ich sie wirklich anprobieren kann über die Webcam, ist es ein Riesenvorteil.
stationär, hatten wir jetzt gerade auch schon ein paar Systeme. Lego ist zum Beispiel so ein stationäres System. Oder es gibt auch diverse industrielle Applikationen. Auch darüber hatten wir jetzt gerade schon gesprochen. Und dann kommt natürlich das Thema Industrie, wo, wie gesagt, gerade momentan am meisten geht, was die tatsächliche Weiterentwicklung von AR angeht. Eben vor allen Dingen im Bereich Service and Maintenance, Virtual Prototyping. Genau. Auch darauf ist Frau Professor Klinger vorhin schon eingegangen. Aber ich sage mal so, das Thema ist nach wie vor so neu, dass Redundanz nicht schadet. Wir haben aktuell im Prinzip 5 Tracking-Technologien am Start. Das ist einmal GPS, beziehungsweise Location-Based zum Beispiel Navigation. Das Thema Image-Tracking, wenn man eben Art von Printprodukt vor sich sieht, was ja auch zum Beispiel jetzt gerade das Thema mit dem Spiel war. Die verschiedenen Unternehmen haben verschiedene Namen dazu. Wir arbeiten viel mit Metallo zusammen. Die nennen es eben Image Tracking und Qualcomm nennt es dann eben markerloses Tracking. Genau. Dann gibt es noch das Thema 3D-Tracking, dass tatsächlich 3D-Objekte erkannt werden. Das Thema ist mittlerweile auch weit fortgeschritten und funktioniert auch recht gut. Zeige ich Ihnen nachher auch noch was. Ups. Dann haben wir das Thema Soundtracking bzw. Frequenztracking, bedeutet also, dass tatsächlich die Stimme zum Beispiel führt, wie wir es auch schon zum Thema Navigationssysteme hatten, oder auch dass zum Beispiel, dass man einen Song durch die Stadt verfolgen kann oder dass man den Raum automatisch vermisst und so weiter. Das ist auch alles Augmented Reality. Und der 5. Teil ist dann noch das Marker bzw. Infrarot-Tracking, wo zum Beispiel eben auch Autos direkt vermessen werden können, was mit mobilen Geräten zum Beispiel noch nicht funktioniert, weil einfach die Spiegelungen zu groß sind. Sie müssen sich einen Marker immer so vorstellen, egal was für eine Art von Marker ist, es sollte nicht zu reflektieren sein, es sollte eine gute Bildoberfläche sein, oder jetzt zum Beispiel ein Auto, wenn man ein schwarzes Auto sich vorstellt, dann ist es einfach eine Spiegelfläche. Wenn ich mich vor schwarze Auto stelle, dann spiegelt es. Und das kann das iPad oder welches mobile Endgerät man auch immer nimmt, zum Beispiel einfach nicht auslesen, weil sich das halt ständig verändert und verschiebt. Deswegen, da sind wir dran, auch die TU München ist da stark dran. So, ein Riesenproblem, mit dem wir in den letzten paar hundert Jahren so gefühlt zu kämpfen hatten, ist, dass AR von den meisten nur gesagt wird, ja, das ist doch ein Gimmick. Dazu sage ich nicht mehr viel. Also, ja, der Smiley drückt ungefähr genau das aus, was ich denke, Schnauze voll. Das Wichtigste bei Augmented Reality ist das Thema Mensch. Das hat Frau Professor Dr. Klinker auch schon gesagt gehabt gerade. Es geht darum, dass Augmented Reality eine Medienkonvergenz herstellen kann. Wir können unterschiedlichste Formate, egal was es ist, ob das Video ist, ob das Podcasts sind, ob das 3D-Inhalte sind, was auch immer. Man kann das relativ einfach verbinden, ohne dass man beispielsweise eine App verlassen muss. Das Wichtige am Thema AR ist einfach eine wirklich sinnvolle Content-Strategie. Meine Content-Strategie ist zurzeit auch so ein Schlagwort oder Totschläger schon fast. Passt schon so vom Hören, oder? Ja. Das Problem ist oft, dass einfach nicht drüber nachgedacht hat, was will ich denn überhaupt für eine Zielgruppe ansprechen oder will ich bloß die Technologie zeigen? Wenn ich bloß die Technologie zeige, bringt mir das eigentlich nichts. Dafür ist es einfach, wenn ich bloß ein 3D-Bild rauspoppen lasse, was habe ich davon? Der Kunde will mehr sehen, der Endverbraucher will einfach was sehen oder auch in der Forschung will man was sehen, was dabei rumkommt. Das heißt also, man braucht eine Mensch-Maschine-Interaktion in irgendeiner Form. Das nächste ist, wie kann ich denn mit diesen gesammelten Informationen umgehen? Will ich sie auslesen? Will ich damit mehr Informationen später machen, damit ich eine längerfristige zum Beispiel Kampagne aufsetzen kann? Das wird leider ganz oft vergessen und deswegen ist es eben AR zu diesem Thema Gimmick verkommen, obwohl es eigentlich viel mehr kann. Wie gesagt, das Wichtigste eigentlich beim gesamten Thema ist, dass es hier nicht um Technologisierung geht, weil das Wort kann ich auch schon bald gar nicht mehr hören und ich weiß auch, dass es zum Beispiel an der TU München so gesehen wird. Es geht darum, dass man miteinander anfängt zu interagieren. Bedeutet, wenn Sie jetzt keine medienübergreifenden Inhalte haben, dann nutzen Sie kein AR, dann gehen Sie auf einen QR-Code. Wenn Sie jetzt sagen, eigentlich haben wir keinen wirklichen nachhaltigen Nutzen für die Zielgruppe, außer dass sie sich was Schönes angucken können. Lassen Sie AR weg, das bringt überhaupt gar nichts. AR ist nur dann sinnvoll, wenn man verschiedenste Medien miteinander intelligent verbindet. Das war jetzt ein ziemlich großes Wort, intelligent verbindet, weil das ist natürlich immer persönliche Einschätzung. Aber ich habe jetzt noch mal ein paar Videos da mitgebracht, damit Sie sich das besser vorstellen können. Oh. Sound runterfahren. Danke. Also ist jetzt zum Beispiel hier in dem Fall ist es. Das
hochinteressant. Das ist echt klasse. Ich kommentiere es jetzt einfach mal ganz generell. Ja, es ist ein Immobilienvermarktungsprojekt in der Dommarktstraße, im Gebäude neben uns. Da wird komplett per Augmented Reality wird das Gebäude eingeblendet, man hat verschiedene Interaktionsebenen, man kann einen Schnitt setzen, dass das Dach abgeschnitten wird, dass man dann reingucken kann. Das ist aktiv mit einem Content-Management-System verbunden, sodass die Makler nachvollziehen können, welche Räume sind gerade noch frei, welche sind noch nicht frei, und auch der Endkunde kann es nachvollziehen. Dann Gestaltungsmöglichkeiten, Eintauchen in die Welt, virtuelle Räume sind so fotografiert, dass man wirklich mit dem iPad dann drin steht, oder auch zum Beispiel eben, wie man es jetzt hier eigentlich gerade gut sehen sollte. Ein technischer Schnitt durchs Gebäude, dreidimensional, was sonst nur im geschrieben steht, ist jetzt quasi interaktiv erlebbar und kann erlebt werden. Aber das verstehe ich jetzt nicht, weil wir haben vorhin ja einen Test gemacht, da liefen die Videos alle ganz einwandfrei. Das war so ein bisschen. Na, ich gehe mal auf den nächsten, vielleicht haben wir mehr Glück. In Kawa gibt es was Neues, das nennt sich Augmented Reality, bedeutet so viel wie erweiterte Realität. Das bedeutet, dass du zu sämtlichen Heftinhalten zum Beispiel ein Video gezeigt bekommst oder Shoppingmöglichkeiten aufgezeigt kriegst, also die gezeigten Sachen auch direkt einkaufen kannst. Du bekommst Videomaterial, das hinter den Kulissen aufgenommen worden ist, zum Beispiel bei dem Interview einer bekannten Person, bei einer Reportage. Du siehst, wie diese Geschichten entstanden sind, auch bei einer Modestrecke. Du siehst, dass fotografierte Model plötzlich aus der Seite auf dich zulaufen und das Kleid dementsprechend aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Oder du bekommst auf einer Modeseite den Schuh drehend präsentiert, auch mit der Shopping-Funktion. Um Augmented Reality für Cover nutzen zu können, reicht ein Smartphone, auch egal welches. Es geht ein iPhone, es geht ein Android, es geht jedes Smartphone mit dem aktuellen Betriebssystem. Also wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen die Präsentation zur Verfügung mit den Videos online. Dann kann man das nochmal ein bisschen einfacher nachvollziehen. Lediglich eine App, die gibt es umsonst, heißt Journaio. Die lädt man sich runter, dann erscheint ein Fenster auf deinem Smartphone-Display. Ja, ich erzähle es Ihnen. Also ich will das von dem her laufen, aber ich erzähle es Ihnen. Letzten Endes hat man das Heft vor sich und mit den ganzen verschiedenen Features, und man kennt es ja oft so, man schaut, also ich kenne es mindestens von meiner Frau, dass es sich durchblättert durch die Modemagazine und sagt, ach, das finde ich cool und das finde ich cool und das finde ich cool, und dann muss sie sich das im Internet irgendwie zusammensuchen. Sagen wir mal zum Beispiel, blauer Gürtel gefällt mir. Dann gehe ich bei Google blauer Gürtel ein und bekomme gefühlte 300 Millionen Einträge dazu, ist nicht wirklich gut. Wenn ich dann zufällig einen finde, dann ist wahrscheinlich nicht mal 100% der, den ich dort gesehen habe. Also sollte ich versuchen, den woanders, ja, ist halt dann nicht 100% das, was ich eigentlich haben wollte. Mit Augmented Reality ist es jetzt in dem Fall so, das ganze Bild als solches wird erkannt, die einzelnen Produkte werden erkannt, sind aktiv mit einem Content-Management-System, mit einem Schreiunternehmen verbunden, wo ich dann nachvollziehen kann, was es eben tatsächlich ist. Ich kann das anklicken und direkt nach dem Anklicken bin ich direkt im Webshop in meiner App und kann das Produkt kaufen, und zwar genau das, was da abgebildet ist. Und das funktioniert quasi übergreifend. Ja, toll. Wir haben ja eigentlich eine GoPro hier. Ich könnte es eigentlich auch einfach live zeigen, das wäre vielleicht noch einfacher. Thema Fahrzeugkonfiguration, wenn das jetzt auch nicht richtig läuft, wie gesagt, ich stelle es Ihnen zur Verfügung, oder kaufen Sie sich die heute erschienene Autobild. Da kann man das auch alles mitmachen, mit dem neuen Opel Insignia, heute erschienen. Das ist echt schade. Ja, ich weiß nicht, ob es am. Ich habe, ja, ich meine, vorhin lief es ja auch. Also. Bei mir lief es ja auch nicht, ja. Weil ich vermute, dass insgesamt vielleicht das Datenvolumen jetzt. Zu groß ist? Ja. Und es läuft ja, aber es ist halt ver. Dann würde ich sagen, dann reden wir ein bisschen und Sie bauen genau. Schnell den Rechner um. Werden Sie umbauen? Werden Sie umbauen? Und den anderen Rechner anschließen, frage ich einfach mal ganz blöde Fragen mittendrin. Und Sie natürlich auch, wenn Sie Fragen im Publikum haben. Wir haben hinten ein Saalmikro, falls Sie Fragen haben. Mich würde es mal interessieren,
an die beiden Referenten, welche App nutzen Sie denn eigentlich? Welche App? Welche App-Empfehlung als Reader nutzen Sie? Also ganz generell, ich habe ungefähr gefühlte 3000. Für AR. Für AR. Weil das ist ja das nächste Problem, jeder will ja ein eigenes Ding vertreiben. Die Standards ist ja noch nicht so richtig da, oder? Nee, noch nicht wirklich. Das ist natürlich ein Riesenproblem, an dem wir auch eben aktiv arbeiten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass ein AR-Standard erzeugt wird, aber das wird so bald nicht sein. Mhm. Ich meine, das Internet war auch nicht standardisiert. Es gibt x unterschiedliche Browser. Früher oder später sollte es dann, das sieht schon mal nicht schlecht aus, Mac ist eben Mac. Ja. Entschuldigung, das musste sein. Der Punkt ist, dass die unterschiedlichen Browser, die es auch im AR-Bereich gibt, einfach noch viel zu unbekannt sind. Mhm. Also deswegen, ich benutze sehr gerne den Jonio-Browser, weil man damit viel abrufen kann, aber letzten Endes braucht man jetzt auch die spezifischen Apps und dann, nachdem ich Autofanatiker bin, halt die diversen Automobil-Apps. Frau Professor, wie ist es bei Ihnen? Wir sind eigentlich auch weit in der Schicht drunter, unter den Apps, sogar noch unter vielleicht Jonio. Für mich ist Jonio oder eben Qualcomm sind für mich, also die Qualcomm Vuforia-Plattform, sind Möglichkeiten, um Apps zu erstellen, wie zum Beispiel diese Paparazzi-App. Jetzt kann ich die natürlich privat auch spielen, aber das, was wir machen, ist eigentlich weit drunter die Frage, wie kann man die Technologie, die in diesen Plattformen zur Verfügung gestellt wird, verbessern. Mhm. Und bei vielen dieser Apps, die wir jetzt gerade gesehen haben, wird auf eine bestimmte Art der Augmented Reality besonders Bezug genommen. Das heißt, man nimmt ein Stück Papier und macht dann zum Beispiel in einer Zeitschrift Augmentierung da drauf. Und das ist also ein ganz interessantes Business-Konzept, das ja offensichtlich hier auch viel Attraktivität und Interesse findet. Aber darüber hinaus ist halt die Frage, wie laufe ich in der Welt herum und bekomme dann Augmentierungen auf beliebige Häuserwände oder auch auf gebogene Oberflächen etc. Das geht also weit über die typische App hinaus. Noch eine kurze Frage, bis wir den Film soweit haben. Jetzt sind Sie an der TU, Sie unterrichten, Sie lehren. Sehen Sie denn in dem Bildungssektor einen riesigen Markt für AR? Und wie setzen Sie in der Bildung Ihrer Studenten AR konkret ein? Oder diskutieren Sie nur drüber und lesen aus dem alten Schulbuch vor? Bildung hat auch wieder ganz viele unterschiedliche Aspekte. Wenn ich jetzt Augmented Reality unterrichte, dann wird bei mir mit unseren eigenen Softwareplattformen natürlich auch, erstens werden die weiterentwickelt, da werden also die Basistechnologien in der Bildverarbeitung etc. geübt. Außerdem werden dann auch Anwendungsszenarien erprobt und auch Usability Studies gemacht. Aber das ist jetzt speziell bei uns, da benutzen wir die AR, um sie weiterzuentwickeln. Wenn man aber die AR zur Vermittlung anderer Informationen nutzen will, zum Beispiel in der Physik oder in der Chemie, dann ist gerade in den Naturwissenschaften die Simulation solcher Gegebenheiten. Was passiert, wenn ich einen Ball in dieser Richtung werfe? Wo kommt der hin? Mhm. Was sind das für, also die entsprechende Formeln zu berechnen oder auch zu visualisieren, zu simulieren? Da in der Kombination mit High-Performance-Computing und Simulation, da haben wir diverse Projekte, die eben dann in den Naturwissenschaften... Was sagen denn die Physiker, die Chemiker, die Naturwissenschaften? Sagen die, hey super, komm, setz mal ein oder ach nee, wir machen das alte Vorlesungsbuch. Ist doch Also das wäre nicht nur Vorlesung, das wäre eben auch gymnasiale Ausbildung. Wir haben da auch Untersuchungen schon in Gymnasien durchgeführt. Es ist immer eine Frage, also dann müssen wieder alle Kinder in den einen Computerraum hinein, das ist ein bisschen umständlich, dann vertauschen die wieder die Mäuse und sowas. Aber abgesehen von der Tatsache, dass es noch nicht bei jedem per App direkt auf dem eigenen Schreibtisch funktioniert und die Kinder die Handys auch benutzen dürfen, sind Lehrer sehr interessiert. Wir haben da auch auf pädagogischen oder so Educational Conferences also enormen Zuspruch. Es ist halt dann wieder das Ganze, was eben auch der Herr Thomas schon angesprochen hat, das Drumherum, das wichtig ist. Die Technologie gibt es, aber wie kann man sie so einsetzen, dass ein 14-Jähriger sie dann da keinen Blödsinn mittreibt und dann nicht nur, während also dann eben andere Sachen im Internet anschaut, anstatt an seiner App, an der Chemie-App zu arbeiten. Also wir sehen auch hier, die Technik geht, jetzt haben wir die Technik auf Mac-Basis, jetzt geht es auch richtig. Genau. Dein Ding. Gut, also der eine Video lief jetzt noch mal kurz von oben mit im Hintergrund. So. Das ist irgendwie, Matthias, muss es mit dir zusammenhängen, ja? Ja, gut. Das muss ich halt hier über Mac, mehr kommt halt nicht raus.
Obwohl, wir haben ja so ganz tolle Geschenke bekommen hier. Oder Shoppingmöglichkeiten aufgezeigt. Naja, das ist mit dem Verstärker funktioniert noch nicht so richtig, aber. Aber hier stellt sich für mich gleich eine interessante Frage, wenn ich da jetzt einfach reingrätschen kann. Es hieß ja ursprünglich, wie hast du es genannt, intelligente Verbindung von Inhalten. Es ist, sind die Medientage ja eine Konferenz unter anderem des Journalismus. Ja. Brauchen wir andere Journalisten, damit solche Techniken überhaupt genutzt werden? Ich sehe es jetzt mal ganz banal im Filmbereich. Wir hatten Stereoskopie im Film. Wir brauchten andere Geschichtenerzähler. Wir brauchten andere Regisseure, die Geschichten über Stereoskopie erzählen können und nicht mehr die klassische Autorenfilmer-Ausbildung, wie wir sie in den 70er Jahren vielleicht hatten. Brauchen wir vielleicht jetzt an den Journalistenschulen, an den Verlagen andere Leute, die verstehen, um was es überhaupt gibt, außer nette Bildchen zu zeigen? Ja, also das ist ein Punkt, den du da ansprichst, der der eigentlich genau den Punkt tatsächlich trifft. Das Problem ist, dass die Technologie sehr neu ist und natürlich der User auch dementsprechend offen dafür sein muss. Wir haben da viel Erfahrung sammeln dürfen in den letzten paar Jahren, gerade was Verlage angeht. Wenn wir mit Jungen gesprochen haben, politisch korrekt ausdrücken ist jetzt echt nicht so einfach, ja. Aber wenn wir mit den Jungen gesprochen haben, dann war es überhaupt kein Thema, das auch mit den Sales einzubinden und das zu aktivieren. Aber mit den Älteren war es einfach schwieriger, weil sie einfach gesagt haben, ich nutze mein App dafür nicht oder ich habe mein iPhone zum Telefonieren, ja, und nicht um irgendwelche Daten hochzuladen. Ganz generell ist es so, dass es einfach schon ein Umdenken ist, aber wir müssen auch jetzt innerhalb der Augmented Reality Forschung, Entwicklung und den Produkten auch erstmal lernen, was will denn der Mensch überhaupt? Was man auch ganz oft vergisst, ist das Thema mit den ganz tollen, hippen Videos. Man hat es auch ein bisschen bei der Google-Brille gesehen, wenn jemand von Google da ist, es ist meine Meinung, tut mir leid. Das war komplettes Overpromising. Da ist extrem viel versprochen worden, was da alles gehen wird, aber es geht eigentlich im Prinzip nichts davon. Es ist eine gute Grundlage. Man kann damit gut anfangen, aber ganz im Ernst, ich habe es auch aufgehabt, wenn man da oben so ein kleines Rechteck eingeblendet hat, dann muss man die ganze Zeit raufschielen, so, okay, ah, das ist es jetzt gerade, das ist halt genau das Problem. Ich laufe auf von Zug, ganz automatisch, weil ich weiß ja gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Und da ich an meinem Leben durchaus hänge, denke ich, muss ich da viel verändern. Ich würde vielleicht also auch nochmal zum Story, Geschichten erzählen und so sagen, was wir an der TU München jetzt machen, ist eben, wir haben einen neuen Studiengang Games Engineering eingeführt, wo wir wiederum einerseits die Technologie, die uns sehr nahe steht, vermitteln, aber andersherum auch die Einbindung in Situationen mehr vorantreiben wollen. Und das wäre eben gerade die Frage, wie muss man in Augmented Reality zum Beispiel Geschichten erzählen? Oder wie spielt man Spiele? Denn Spiele haben ja immer auch einen Hintergrund, in dem sie dann Spaß machen, eine Story, die dazugehört. Und spielt ein deutscher Verleger Spiele? In Zukunft ja, denke ich. Also das ist ein ganz wichtiger Grund, warum ich jetzt zum Beispiel dieses Games Engineering für sehr wichtig halte in der Informatik. Wir müssen mehr in die Richtung kommen, dass wir verstehen, wie die Information jemandem erklärt werden kann und präsentiert werden kann. Es ist nicht nur, dass wir mit mehr Computerpower noch mehr Bits gleichzeitig auf jemanden zuschicken können und diesen Menschen dann da alleine lassen müssen. Es ist diese Usability, das ist die Requirements Engineering, das sind Fragen aus dem Software Engineering. Wie kann man ein Gerät so den Menschen zur Verfügung stellen, dass es im Arbeitsalltag oder im Lebensalltag wirklich Sinn macht? Und da gehört eben diese Geschichtenerzählungs- oder die Szenarioentwicklung, die Use Cases gehören da sehr stark mit dazu. Sonst hat man ein Produkt, das man nur selbst am liebsten benutzt und sonst keiner. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir dürfen ja nicht fragen, was will denn der Redakteur haben, sondern es geht ja darum, wer spielt denn das Spiel dahinter? Also ganz im Ernst, wenn der Redakteur das Spiel nicht unbedingt spielt, dann mein Gott, dann hat er vielleicht gut geschrieben drüber, hat das halt mal reingeguckt. Aber ganz am Ende, letzten Endes zählt ja der User. Und die User, die bereits mit den Datenbrillen spielen, die voll eintauchen und die sich unglaublich, so wie ich, mich auf die Oculus Rift, wenn sie dann real draußen ist, freue. Das ist einfach, da kann man richtig tolle Sachen machen. Und die Frage stellt sich ja nicht, was macht der praktisch die App aufbaut, sondern was macht denn der Endverbraucher oder der User davon? Und deswegen diese Use Cases, das ist essentiell. Und da lernen wir jeden Tag momentan noch dazu. Ich denke, da ist auch dann der Übergang ganz klar zu Serious Games und Gamification, genau. Wo eben es dann heißt,
Man spielt nicht nur des Spielens willens, sondern der Mensch, wenn er in seiner normalen Umgebung ist, will er Informationen explorieren. Und wer sagt denn, dass das ein trauriges Geschäft sein muss im täglichen Leben, dass man sich mit einem Spreadsheet beschäftigt? Das, auch da kann man ja den Menschen in seiner Neugierde und so weiter unterstützen. Und das heißt eben, die Autoren müssen in anderer Weise Informationen darbieten, in allen Bereichen. Und da kann, also Game-Konzepte können da durchaus sehr viel das quasi die Ansätze weiterbringen. Aber es geht letztlich immer um den Nutzer und die Anwendung und egal, ob es jetzt Autoren und Journalisten oder Naturwissenschaftler sind oder Ingenieure in einer Firma, man muss die Informationen lieben. Man muss sich mit ihr gerne beschäftigen wollen. Sehe ich genauso. Darum finde ich das gut, dass eben so ein Panel heute auf den Medientagen stattfindet und nicht nur beim Deutschen Computerspielepreis, der nächstes Jahr in München stattfindet, oder anderen Games-Veranstaltungen, sondern auf einer Content-Veranstaltung. Aber ich sehe noch gewisse Zweifel bei den Verantwortlichen in den Verlagen. Jetzt hast du ja viel gearbeitet mit Verlagen, mit Verantwortlichen. Die Techniker sind begeistert, die jungen Redakteure sind begeistert. War's das? Das ist ein Punkt, den ich vorhin mir schon überlegt hatte zu sagen, wollte dann aber nicht zu tief reingehen, aber jetzt hast du nachgefragt, selber schuld. Ja. Es ist natürlich auch viel mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft zu tun. Und damit das Thema AR und diese abrupte, sage ich jetzt mal, Informationsentwicklung und Vermittlung auch funktionieren kann, muss sich auch in den Firmenkulturen was verändern. Also in den momentan bestehenden Firmenkulturen wird das so nicht funktionieren, weil die Firmen nicht darauf ausgelegt sind, diese Information on Demand, das läuft momentan nicht, auch wenn sich Unternehmen so darstellen mögen, aber letzten Endes meine E-Mail ist nicht Information on Demand. Da muss ich einfach verdammt viel tun. Also und auch dann natürlich dann in den Verlagen zum Beispiel selber muss umgedacht werden, was sind Businessmodelle, was sind Cases, die tatsächlich weiterführend sind. Da müssen wir alle noch viel lernen, aber das Internet ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, was man ganz oft vergisst. Das Internet war ursprünglich, also der Begriff Internet war eine Technologie. Und hat ewig gebraucht, bis es dann mal endlich bei uns auch in der Gesellschaft angekommen ist. Und mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken. Und da dürfen wir in der AR auch nicht zu ungeduldig sein, sondern müssen einfach dieses Tal durchgehen und kräftig dabei bleiben. Weil wenn man daran glaubt, dass eben Technik da was und Informationsvermittlung uns weiterbringt, es kommt nicht von jetzt auf gleich. Und das ist auch, jetzt nochmal zurückkommt zum Thema Overpromising. Man darf nicht zu viel versprechen, was man alles machen kann. Wir können alle fancy Videofilme drehen, können fancy Werbung machen, können alles ganz toll darstellen. Aber das ist letzten Endes nicht das, was tatsächlich schon funktioniert. Ich habe gleich noch schnell ein Video zum Beispiel zum Thema Training on Demand, wenn ich das gerade kurz mal einschmeißen darf. Und such du mal das Video, hast du das schon? Naja, ist hier, kommt jetzt. Und los geht's, Ton? Ja, ist kein Ton drin, ich erzähle das mit dem Ton, ist mir zu, zu monoton. Das ist jetzt im Prinzip, ist es mit Bosch zusammen für Jaguar Land Rover und zwar geht es darum, das ist zunächst mal normales Image-Tracking, aber aktiv mit einem Content-Management-System im Hintergrund verbunden, um die neuesten Informationen und Problemzonen am Fahrzeug darzustellen, wo in der Zukunft was geändert werden muss. Es werden direkt Videos eingeblendet, es werden Schaltpläne eingeblendet mit allem drum und dran. Der Punkt ist, das funktioniert aber auch dann am Live-Auto, also nicht nur über das markerlose Tracking bzw. Image-Tracking, sondern tatsächlich dann auch am realen Auto. Da kommen wir gleich noch dazu, da bei uns sich noch keiner einen Land Rover oder einen Jaguar leisten kann, leider, haben wir das in einem Modellauto gemacht. Und so da kann man das schon zeigen. Aber auch da zum Beispiel wird Ihnen jetzt gleich an dem Modellauto auffallen, das ist noch keine 100% glatte Fläche, sondern da sind noch Werbeaufkleber vom Kunden eben drauf, damit einfach so eine Art Marker erzeugt werden kann und das Edge-Based Tracking, um ein bisschen tiefer reinzugehen, zu unterstützen und zu initialisieren. Aber auch das hier ist jetzt zum Beispiel ein Thema, zum Thema direkte Informationsvermittlung in der Produktion schon. Wo gibt es zum Beispiel Probleme in der Qualitätssicherung, wo sind Fehler aufgetreten und wie können die direkt behoben werden? Ich meine, auf dem iPad jetzt sieht es klein und schnuckelig aus. Sobald wir dann mal so endlich den Evoke bei uns vor der Tür stehen haben, können wir das auch mal live drehen oder wenn Sie einen Evoke haben sollten, können Sie es auch bei sich ausprobieren. Alles klar. Letzte Frage von meiner Seite, weil wir auch auf Ende der Veranstaltung hingehen. Du hast erzählt, das Internet hat lange gebraucht, bis es erfolgreich war. Das Internet war einstmals als ARPANET eine militärische Geschichte. Ja. Jetzt habt ihr wunderbare Darstellungsformen gefunden. Eine der wichtigen Darstellungsformen, die richtig viel Geld hat, ist das Militär.
da habt ihr kein Wort drüber erzählt. Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus und der Einsatz im militärischen Bereich, wo es ja wirklich Gelder gibt und Anwendungsbereiche gibt? Macht die TU hier was? Ich habe jetzt keinen direkten Vertrag mit dem Militär zu dem Thema. Ich denke, da gibt es andere Kanäle. Bei uns geht Förderung mehr über das BMBF oder über die DFG. Aber auf Konferenzen, selbstverständlich, wenn ich mit Amerikanern rede, sind da Personen, die auch direkt mit dem Militär zusammenarbeiten. Und jeden Vortrag, den ich halte, wird auch von Personen dann gehört. Somit, und da gibt es auch sehr konkrete Anwendungsszenarien, die dort dann diskutiert werden. Also kann man lieben oder nicht, aber wenn man realistisch ist, also natürlich ist das ein wichtiges Thema für auch fürs Militär. Mhm. Auch also zum Beispiel die Reparatur von Autos, Reparatur von Panzern ist kein großer Schritt, auch wenn ob man jetzt selbst das Geld direkt da bekommt oder eben die Metaphern und die Tracking-Technologie entwickelt, die dann jemand anders dort einsetzt. Ja. Wie ist es bei euch als Agentur? Rheinmetall freut sich die und sagt, hey, kommt hier, großer Auftrag, ihr dürft nicht drüber reden, aber sonst okay? Wir dürfen nicht drüber reden, aber sonst okay. Nein, also es ist ja, wie gesagt, man kann sich von dem Thema ja nicht 100% verwehren und es hat immer noch ein ethischer Anspruch. Also wir hatten zum Beispiel auch aus dem Nahen Osten eine Anfrage zu dem Thema. Das haben wir dann tatsächlich abgelehnt, weil wir gesagt haben, das geht nicht. Also das, irgendwo gibt es eine gewisse Moral und eine gewisse Ethik und die darf nicht überschritten werden. Aber das Thema AR kommt letztlich aus dem militärischen Bereich. Ich meine, die ersten Head-Up-Displays, wer hat die gehabt? Die Piloten haben die gehabt. Und das ist übersetzt worden. Also das Militär hat einfach unglaublich viel Geld und kann Summen investieren, da können wir nur von träumen, mindestens als Industrieunternehmen bzw. als TU. Aber es ist letztlich ist es so, wenn man Geld hat und es investieren will, dann macht es als allererstes das Militär. Und da hängen wir auch drauf fest. War ein wunderbares Schlusswort, wenn das Geld da ist. Hier kann es abgeliefert werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Toll, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank an meine beiden Mitdiskutanten und Referenten. Ihnen einen schönen Tag auf den Medientagen. Danke und bis zum nächsten Jahr.